Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin euer Head Benjamin und ihr seid hier bei einem weiteren Part meines Dark Souls Let's Plays in der Prepare to Die Edition. Wir befinden uns immer noch in der gemalten Welt von Ariames und stürmen jetzt gleich durch den Shortcut. Aber wir haben im letzten Part ja auch einen Shiny abgeschlagen, das an einer Leiche hing, die da irgendwie ja von den Zinnen gebaumelt hat. Und die müsste hier irgendwo gleich liegen. So, jetzt erstmal die eben wegmachen. Was? Das plündern wir jetzt erstmal. So, zerbrochenes Schwert, das ist sehr wichtig. So, und jetzt gucken wir erstmal hier. So, Menschlichkeit war da. Ich sehe gerade, ja, ich denke mal, wir könnten auch mal wieder leveln, bevor wir jetzt hier abhauen. Okay, dann sind die Fuzzis zwar wieder da, aber bevor wir gleich die ganzen Seelen verlieren, ist das natürlich... Jetzt gucken wir erstmal hier. Oh ja, komm, wir machen das mal. Das hatten wir auch schon lange nicht mehr. So, perfekt. Haben wir immer noch so viele? Ja, aber noch eine geht. Doch, es geht noch eins, ich Idiot. Stärke, Kondition. Ja, machen wir noch eins in Kondition. Brauchen wir auch. So, perfekt. Dann hauen wir jetzt die drei nochmal kaputt. Und im letzten Part haben wir ja unter anderem einen Brunnen gefunden. Da werden wir jetzt erstmal runtergehen. Und wir müssen auch noch einen Schlüssel finden für eine verschlossene Tür. Das brauchte man aber eigentlich nicht. Das ist optional. Aber wir werden das natürlich machen. Okay, die Sperrfuzzis lassen wir jetzt da erstmal in Ruhe. Genau da ging es runter. Da haben wir ja gegen König Jeremiah gekämpft, der uns invasioniert hatte. Der alte Schlawiner, der. So, jetzt gehen wir erstmal hier hin. Bevor die Sperrboys kommen. Genau, hier können wir nämlich runter. Mach das mal schmendrig. So, und schwupp. Genau, jetzt sind wir hier in dem Brunnen. Eieieiei. Das ist, glaube ich, ein ganz schön... Oh, hier sind diese Feuerräder. Diese die komischen Viecher. Komm her. Komm her. Ja, ist ja gut. Weg mit dir. Die können nämlich ganz schön gefährlich werden, die Scheißviecher. Lebt das Ding noch? Jo. Jetzt aber nicht mehr. Die können nämlich ganz, ganz, ganz gefährlich werden. Und hier gab es, glaube ich, viele Geheimwände. Ja, oder auch nicht. Irgendwo aber. Jetzt müssen wir uns hier erstmal so ein bisschen durchkämpfen. Irgendwo gab es hier Geheimwände. Ich weiß leider nicht mehr, wo. Wahrscheinlich hier. Ja! Was haben wir denn hier? Überall mal eben gucken. Da haben wir einen Shiny. Ich glaube, hier war sogar der Schlüssel. Ja, da, ey! Alter, Kackbatzen hier, doch. Komm her. Da, 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 da! Aua. Das tat weh. Ja, das nehmen wir natürlich mal eben mit. Ich glaube, wie gesagt, hier war der Schlüssel, den wir brauchen. Genau, Schlüssel für den Anbau. Ganz, ganz toll. Somit haben wir ihn auch schon gefunden. Da habe ich gedacht, dass es ein bisschen komplizierter wird. Also erstmal Schild hoch. Genau, jetzt gucken wir hier nochmal. Ich weiß nicht, wo es weitergeht. Das ist alles... Okay, hier geht's auch nochmal. Das ist alles so ein bisschen verzwickt. Ah, ich glaube, hier geht's raus. Na! Eieiei, da kommen sie. Oh! So, da gehen wir erstmal hin und sofort draufhauen. Habe ich jetzt getroffen? Ja, irgendwie hat's aber nichts gebracht. So, weg mit dir. Wo ist das andere? Das ist... Eieiei. So, das killen wir auch mal schnell. Weil hier kann man das noch leicht erwischen. In diesen schmalen Gängen. Kann das auch nicht so leicht abhauen, dieses dämliche Feuerrad. So. Jetzt gucken wir mal eben. Da ging es raus. Wir gucken nochmal ganz schnell hier. So, jetzt mal wieder Schild hoch, Schmendrick. Keine Ahnung. Ich glaube, hier kommen wir wieder zu unserem Brunnen, wo wir hochgeklettert sind. Ja, okay. Dann haben wir jetzt alles gefunden, was wir finden wollten. Gucken wir jetzt erstmal hier in der großen Halle. So, zack, Seele vom Ritter. Wir müssen aber nochmal eben aufpassen. Ja, da kommen nämlich noch so ein paar Räder. Oh, komm, willst du mich jetzt verarschen? Jetzt komm her, du blödes Ding. So, komm. Zack. Oh, nein, 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 das Schild hoch. Schild. Wow, 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 da ist noch eins. Trink was, bevor das jetzt ins Auge geht hier. So, und weg. So, und weg mit dir. Oh, da ist direkt schon wieder das andere. Oh, 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 oh. Aua, aua, aua. Das macht so einen Schaden. Alles klar, jetzt ist das auch kaputt. Haben wir echt Glück gehabt. So, jetzt aber... Nochmal von Neuem. Ich hoffe, jetzt sind hier alle ausradiert. Jetzt betätigen wir erstmal diesen Mechanismus.
So, da haben wir eine riesige Tür geöffnet. Sehr, sehr schön. Ich glaube, hier gab es jetzt auch keine weitere unsichtbare Wand. Aber erstmal noch so ein Kackrad hier. Ja, roll dich, Schmendrick, bist du eigentlich doof oder was? Ja, okay, das Ding fährt jetzt erstmal weg. Dann sammeln wir hier jetzt nochmal ein bisschen Loot ein. Eine Seele, ach, hier sind noch zwei Räder, sehe ich gerade. Ah! So. Nein, 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 au, 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 au. Verdammt nochmal. Diese verkackten Räder. Muss man echt aufpassen. Ich glaube, die gab es auch noch in den Katakomben unten. Wenn man nach Nito will. Ja, jetzt reicht's mir aber. Komm her. Du bist weg. So, wo ist das andere Rad? Da. Komm her. Ach, das lenkt auch noch. Du willst mich jetzt verarschen, du blödes Ding hier, ey. Jetzt treff noch nicht mal. Komm, hau drauf. Komm, noch eins. Schmendrick. So. Sehr, sehr schön. Ich hoffe mal, das war's jetzt erstmal. Ich habe auch keinen Bock, hier andauernd zum Leuchtfeuer zurückzurennen, aber... Naja, ich verbrate natürlich auch die Flakons, die nichts. So, jetzt dürften wir erstmal hier hochkommen. Das kennen wir ja. Da waren wir ja im letzten Part, haben wir da geguckt, aber da wollte ich ja nicht runtergehen. Jetzt gehen wir auf jeden Fall, bevor wir hier noch zum Boss gehen, etc., in den anderen Anbau, der noch verschlossen ist. Wo müssen wir jetzt nochmal hin? Genau, jetzt geht es hier raus. Ach, hier sind schon diese komischen Viecher. Eieiei, müssen wir aufpassen, nicht, dass die uns jetzt hier in den Rücken schmeißen. Alten Schlawinasse. Ja, aua! Mensch, hallo. So. Hier können wir jetzt den Schlüssel benutzen. Mach mal auf. 6 Flakons. Ich hoffe, hier kommen wir noch weit mit. So. Erstmal, ja, komm hoch hier. Beweg dich mal, Schmendrick. So, was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt? Erstmal was zum kaputt machen. Ja. Zack. Sag mal, Schmendrick, bist du irgendwie dämlich oder was? Jetzt macht die Dinger kaputt. So. Okay, ach, da haben wir wieder die Fuzzis. Ich glaube, wir machen auch mal schlauerweise eben... Ach Gott, was haben wir denn hier für einen Müll drin? Wir packen die mal, diese komischen Moosklumpen mit Blume mal hier rein. Können wir uns eventuell schnell heilen. Du kommst jetzt erstmal hier rein. So, dich will ich backstabben. Dann kann man das nämlich hier der Gefahr aus dem Weg gehen. Toxifiziert zu werden, wenn er jetzt stirbt. Sehr schön. War hier noch so ein Fuzzi? Hallo? Da geht es nach oben. Hier ist ein Bretterverschlag. Das können wir erstmal kaputt romsen. Okay, ja. Hier ist, glaube ich, das andere Shiny, das wir ja in vorherigen Parts gesehen haben. Da waren wir, glaube ich, da oben. Was haben wir hier? Velkas Degen. Das ist diese komische Sündengöttin. Hm, interessant, interessant. Viele Raben, Velkas Degen. So, da können wir auf das Dach gehen. Jetzt gucken wir aber erstmal hier eben. Ich bin mir nicht mal ganz so sicher. Ja, okay, da können wir runter. Dann gehen wir mal eben hier auf das Dach. Ich glaube, das war böse, was da oben passiert. Ja, irgendwas ist jetzt gestorben. Ich freue mich einfach nur. Keine Ahnung. Uah! Oh, den können wir, glaube ich, ganz leicht killen. Weg da! Oh. Da haben wir wieder eine Harpy. Aua. Komm her. Boah, hier ruckelt's aber auch übelste. Ist das normal? So, einmal drauf. Nochmal. So. Kommen wir, was ist da unten eigentlich? Ich glaube, da ist... Aua, aua. Da ist nur der Tod. Okay, da kommen wir wieder in dieses... In diesen Rundgang. Ist hier noch irgend... da kommt direkt der nächste. 2. Oh Gott. So, aua. So, jetzt erstmal heilen. Ich glaube, die machen diesen komischen... Nein! Zum Glück habe ich mich gerade noch... Aua. Wollen die uns hier die Augen aushacken oder was? Blöden Viecher, ey. So, heilen. So, kommt her. Ich habe die Schnauze voll. So, dann looten wir das eben. Dann müssen wir nämlich nicht mehr hier hoch, wenn wir abkacken. Mann, bin ich hier schlawinerisch. So, komm her. Sehr schön. Vielleicht kriegen wir da auch so gestunt hier. Genau, sehr schön, sehr schön. Komm, nochmal. Genau, dann gehen wir erstmal schön hier den nervigen Angriffen aus dem Weg. Diesen Flugangriffen. Perfekt. Sehr, sehr schön. Aus dem Weg jetzt hier, du Lappen. Okay, wir gehen mal eben hier rein. Jetzt kommen wir zur anderen Seite. Das haben wir ja im letzten Part von da unten gesehen. Maske der Velka, schwarze Klerikerrobe. Ah ja, interessant, interessant. Das sollte man sich durchlesen. Das könnt ihr auch tun, wie immer in der Videobeschreibung. So, ja, da vorne haben wir noch einen Gammellappendrache. Der wartet natürlich auch noch auf uns. Hier diesen Turm müssen wir auch noch erklimmen. Das machen wir aber später. Jetzt, was war das denn?
Ist noch wieder irgendein Vieh gelandet oder was? Nö. Jetzt gehen wir erstmal hier weiter. Sind ja immer noch in diesem Anbau, der verschlossen war. Da unten sind wir schon wieder diese Schwulzis. So, ich denke mal, wir werden in diesem Part noch hier das erkunden. Und mal eben in diesem runden Turm, der da oben kaputt ist, nochmal nach oben in alles erkunden. Und dann im nächsten Part gucken wir mal, dass wir hier den Gammellappendrachen killen. Und natürlich, aua, den Boss. Ich weiß nicht, wie viele da jetzt kommen. Aber er reicht mir hier erstmal. Komm, Backstab, Schmendrick. Ja, brava, Schmendrick. So, weg mit dir. Ich weiß nicht, ob da noch mehr kommen. Ich glaube nicht. Komm her. Komm her. Schon wieder überall diese Krähen. Ist hier noch irgendein Vieh? Nö. Komm mal da von der Wand weg, verdammt nochmal. Ja, der will mich verarschen hier. Der will mich verarschen. Egal, wir haben auf jeden Fall, ja, das Moos ausgerüstet. Egal, aber weg jetzt mit dir. Nein, warum rollst du dich denn, da rein, du Idiot? Was soll das denn? Egal, friss das jetzt mal. Schmerrig, also, ehrlich, weißt du? Das sieht aber auch aus wie so ein Zugang noch, wie so eine Geheimwand, aber egal. So, was haben wir hier? Looten wir natürlich alles noch. Das sieht mir aus wie eine Schmiede, da wird eine Glut bewacht und wir kriegen die dunkle Glut. Mysteriös, mysteriös. So, ich glaube, hier haben wir jetzt alles. Dann geht es, wie gesagt, nochmal eben diesen, ja, runden Turm hoch. Da waren wir auch noch nicht. Okay, da war Velkas Degen. Ich glaube, das machen wir einfach. Ich glaube, von hier konnten wir ja auch dahin. Da wird man bestimmt irgendwo runterspringen können. Oder vielleicht kriegen wir in diesem Part doch noch den Gammellappendrachen unter. Ich weiß es nicht. Sollten wir uns aber unsere Flakons nochmal auffrischen. Nee, das ist die falsche Richtung. Oder müssen wir das von innen machen? Ich weiß es gerade nicht. Hochgehen. Wir gucken mal eben runter. So. Ja, da kämen wir mal zum Gammellappendrachen. Da gehe ich aber mit vollen Flakons noch nur hin. Da bin ich feige. Auch schön hier. Ach ja, hängen wir mal ein bisschen ab. So, wir gehen mal eben nach oben. Ich glaube, da kamen noch ein, zwei Viecher. Gibt es überhaupt irgendwo einen Shiny noch? Ich glaube, irgendwo gab es hier noch einen Shiny. Müssen wir mal später gucken. Oh, das ist was für mich. Ja! Egal. Zack. Hey, weißt du was? Das geht gar nicht! Ah! 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 Na, oh, das Ding lebt noch, egal. Wir gehen das mal gucken. Selber schuld, blöde Mistvieh. Und ich fliege natürlich auch wieder halb hier runter. So, oh, ganz oben hier auf der Zinn. Roter Symbolspeckschein, was für so ein Käse. So, sieht ja auch schön aus hier. Da drüben ist der Boss. Ja, dann gehen wir mal runter. Wie gesagt, die Hapü ist ja irgendwo da runtergestürzt. Die müsste da ja noch sein. Genau, da steht das blöde Vieh noch. Wir gucken mal eben hier. Ah, da war das Shiny sogar, das ich meinte. Das sammeln wir auch noch ein. Was haben wir hier? Rittersöhle. Ja, nehmen wir mit. Jetzt geht es erstmal der Hapür da unten an den Kragen oder was da sein soll. Ja, kommt Geronimo hier. Was ist da los? Genau, jetzt hier. Schmendrick, sehr schön. Wo ist das Vieh jetzt? Hä? Ach, wie hast du das denn jetzt gemacht? Zwei sind das? Okay. So, und nochmal. Hier sind noch mehr Viecher? Alles klar, ist auch scheißegal. Andenken der Vergeltung haben wir gekriegt. So, irgendwo dürfte jetzt der Gammellappendrache sein. Hier, genau. Ja, mit zwei Flakons. Das ist mir so ein bisschen... Nee. Ich glaube, wir gehen erstmal noch einmal zurück. Laden uns mal noch eben die Flakons voll und dann hauen wir den nochmal eben zum Ende des Parts hier ein auf die Pfoten. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. So. Nochmal eben in ganz, ganz schnell hier durch den Innenhof rennen. Vielleicht kriegen wir ja auch noch mal ein Level-Up. Keine Ahnung. Ja, Schmendrick, bist du eigentlich bekloppt? Okay. 25.000 Seelen. Hm, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ach, die sind ja auch noch hier. So, Schild hoch und durch. Ich hoffe, die zielen nicht so gut. Sehr schön. Komm, durch, durch. Das passt auf jeden Fall noch in den Part. Aber ich werde vielleicht oder, naja, wahrscheinlich erstmal ein paar Mal failen. So, können wir ein Level aufsteigen? Jo, können wir sogar. Hm. Hauen wir das hier rein? Stärke. Ach komm, hier Stärke. Was soll's denn?
Kondition machen wir später noch. Dann auch mal ein bisschen in Leben gehen, dann haben wir auch so wenig von. Jetzt beeilen wir uns aber erstmal. Jo. Blöde Untote da. So, jetzt müssen wir erstmal wieder hier rausrennen. Na, zack, 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 zack. Eieieiei. Ich hoffe, wir kriegen jetzt nichts in den Rücken. Nö, diesmal nicht. So, ich denke mal, geradeaus weiter gehen wir im nächsten Part. Beziehungsweise, wenn wir den Drachen besiegen, können wir oben noch gucken. Da ist auch noch eine Kleinigkeit. Beziehungsweise was Komisches. Nicht lang. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das Vieh geht hier. Wie man den gut besiegen kann. Beziehungsweise bekämpfen kann. Keine Ahnung, müssen wir mal eben gucken. So, erstmal hier links, rechts. Okay. Ich hoffe, man hat wieder irgendwo eine Kralle oder sowas. Komm her. Komm her, du verrotteter Haufen. So, das nehmen wir aber mit. Ich glaube, der kommt. Oh, ey! Wie sieht an? Ohoho! Okay, hier steht er jetzt. Okay. Ah, können wir wieder auf den Wichsgriffel kloppen? Ey, 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 ey. Okay, hier muss man schon ein bisschen abhauen. Achso. Ja, wir sollten uns mal eben verbieseln. Genau. Dann nehmen wir mal eben hier noch das Moos. Ja, ey! Ist das toxisch? Ist das das andere? Oh, das wird dann ein bisschen schwierig. Wie kann man den denn jetzt am besten machen? Oh, hier hat er auch noch was. So, wir müssen mal ein bisschen gucken, wie wir es hier machen. So, jetzt können wir hier mal drauf kloppen. Mach das jetzt nochmal. Ich glaube, jetzt sollten wir wieder wegrennen. Irgendwie so müssen wir den irgendwie schaffen, keine Ahnung. Jetzt kriegt er hier einen auf den Deckel. Ins Gesicht. Komm. So, irgendwie so muss man den machen. So, jetzt wieder wegrennen. So richtig feige halt. Was macht er jetzt? Wolltest du mich hauen, du Idiot? Achso, ja gut, jetzt können wir erstmal wieder einen um den Deckel kloppen. Ja, machst du hier oben? Ja, perfekt. So, weg da. Oh Gott! Hallo, Schwer. Nein! Nein, 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 nein! Alter Lachs. Trinken, trinken, trinken. Ach, verdammt nochmal! Oh oh, oh oh. Ich hab ja noch dieses. Boah, Mensch. Schmendrik, du bist verrückt, weißt du das eigentlich? So. Komm her. Es ist nichts passiert. Wo bist du jetzt? Achso, jetzt macht er da unten. Komm her. Ins Gesicht. Was machst du jetzt? Genau. Jetzt erstmal so. Und nochmal. Oh, Schmendrik, weißt du? Echt ein kleiner Lappen, weißt du? So. Alles klar. Er hat nicht mehr viel Energie. Wir gucken mal, was macht er jetzt. Genau, jetzt kloppt er wieder da unten seine Rotze hin. Uff. Ja, Schmendrik, ganz intelligent wieder hier. So, jetzt hier hin. Zack. Komm nochmal. Nein, 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 nein. Aua. Was? Diese blöde Sack, was war das denn jetzt? Jetzt hat er uns da runtergehebelt, ey. Okay, das war nicht geplant. Wir machen den nochmal. Wir sehen uns gleich bei dem Drachen wieder. So, meine Freunde, da sind wir auch wieder beim Gammelappendrachen. Ah, er kommt direkt. Hier sammeln wir eben das Loot ein. Eieieiei. Schmendrik, dreh dich doch nicht immer um. Bist du eigentlich bescheuert oder was? So, ich hoffe mal, wir stellen uns jetzt mal ein bisschen besser an. Nicht so wie gerade. Das war ja schon ziemlich dämlich. Ehrlich gesagt, dass ich da so komisch noch runtergefallen bin. Da hat er mich mit seinem Schlappen da weggehauen. So wie jetzt quasi. Kriegst du halt noch einen umzinken, ey. Mir auch wurscht. Komm, jetzt rotz hier hin. So, jetzt passen wir aber auf. Jetzt hau. Nein! Egal, das hat getroffen. Jetzt hauen wir ab. Genau, nicht zweimal machen, nicht, dass wir da wieder an seinem Schochen festkeilen. Komm. Ja, okay, Schmendrik, okay. So, runter. Komm. Jetzt nicht nochmal. Nicht nochmal, da habe ich jetzt keine Lust drauf. So, jetzt können wir hier nochmal kloppen. Zack. Jetzt hier nochmal. Komm.
Genau, sehr schön. Jetzt rennen wir wieder hoch. Dann können wir den ganz gut machen. Sehr, sehr schön. Brauchen wir gar kein Schild für, ey. Huch, wo bin ich jetzt? So, weg. Ich glaube, jetzt wollte er mich packen hier. Oder beißen. Keine Ahnung. So, jetzt wieder hier. Das war gerade echt nur ein bisschen blöde, dass er mich da noch runtergenockt hat. Okay. Zack. Komm hier. Genau. Kriegst du noch einen Ruf? Ich glaube, jetzt wollte er mich wieder beißen, der alte Sack. Alles klar. Kollege, jetzt weg mit dir! Ach, Schmendrief, weißt du? Okay. Schmendrief, sag mal, bist du irgendwie dämlich oder was? So, jetzt erstmal das Schild. Das ist mir jetzt zu unsicher. So, jetzt. Genau. So, zweihändig und auf den Zinken. Jetzt dürfte er gleich down sein. Genau, jetzt kotzt er, glaube ich, wieder hier unten hin. Und auf den Schädel. Ach, jetzt hau doch ab, ey. Und nochmal auf den Wichsgriffel. Na, endlich hier, du blödes Kackvieh. So, ich will sehen, wie du zersplitterst hier. Ja. Okay, jetzt looten wir nochmal eben die Brücke. Hat ja doch noch ganz gut geklappt. Da habe ich mir auch wieder blöd angestellt. So, Drachenstein, sehr schön. Was haben wir noch? Blutschild, okay. Was haben wir noch hier hinten? Ja, was für ein komisches Vieh das ist, keine Ahnung. Das blockiert auf jeden Fall den Weg. Ich glaube, diese Dinger gab es auch unten in Eisernis, wenn ich mich recht entsinne. Aber ich glaube, das Ding hat auch keine Helfbar. Schwendrick. Ich glaube, irgendwann steht das sogar auf. Wir gucken einfach mal. Ich glaube, besiegen kann man es nicht. Ach ja, ist es denn wahr? Komm. Oder hat das doch keine Lust? Weiß nicht. Hast du direkt da um den Kopf gezimmert, weil, wie gesagt, es hat keine Lebensanzeige. Ich will aber, dass es aufsteht. Los. So, fauler Pisser. Steh doch auf. Komm. Komm. Steh auf. Wir sehen doch, dass du atmest. Irgendwie hat er keine Lust. Aber da großartig was anderes machen. Oh. Huh. Ja, da kommt man dann noch weiter. Ich weiß nicht, ob wir sterben oder so. Auf jeden Fall kommt man nicht weiter. Aber ja, keine Ahnung. Das Vieh kann man nicht töten. Ich glaube, die Viecher gab es sonst noch in Izalith unten. Wir können es uns noch mal aus der Nähe angucken. Aus der Ferne angucken. Wenn ihr vielleicht wisst, ob man das Vieh töten kann oder was das hier soll, könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben. Ich beende hier auf jeden Fall jetzt erstmal den Part und ja, dann starten wir im nächsten wieder normal vom Leuchtfeuer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wissen wollt, welcher Endboss hier in der gemalten Welt von Ariamis auf uns wartet, dann seid auch wieder im nächsten Part wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play Dark Souls in der Prepare to Die Edition. Bis dann, meine Freunde.